Hallo, ich bin Sandra Hochhuber und dies ist mein Videoblog rund um die Themen Selbstvertrauen, Selbstwertschätzung und Eigenliebe. Und heute habe ich mir gedacht, dass so eine Meditation, um runterzukommen, für Ruhe und Gelassenheit, dass das eine ganz gute Idee sein könnte. Also, such dir doch einfach ein Plätzchen, in dem du für dich bist. Und gönn dir diese Zeit und diesen Raum für dich. Setz dich bitte hin und stell deine Füße auf den Boden. Oder machst dir anderweitig bequem. Schließ, wenn es sich gut für dich anfühlt, deine Augen. Und dann achte auf deinen Atem. Atme ganz tief in den Bauch hinein. Atme ein durch die Nase. Und dann mach eine kleine Pause, um dann auszuatmen. Achte nur auf den Klang meiner Stimme. Erlaube dir, loszulassen. 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 Stell dir vor, du gehst spazieren auf einem Waldweg. Die Luft ist klar. All die Bäume um dich herum. Du riechst das Moos. Du hörst einen Vogel singen. Wohlig fühlst du dich hier. Du gehst Schritt für Schritt den Weg entlang. Mit jedem Schritt, den du gehst, wird dir leichter ums Herz. Ruhe macht sich breit. Jeder Schritt trägt bei zu deiner noch tieferen Entspannung. Jeder
einzelne Schritt trägt zu deiner Entspannung bei. So wohlig fühlst du dich hier, zufrieden, ganz und gar bei dir selbst. Mit jedem Schritt verlässt dich die Schwere. Du fühlst dich wohlig und immer wohliger in deiner Haut. Genauso ganz und gar zufrieden. Ruhe. Ruhe und Gelassenheit. Was immer auch auf dich zukommt, du wirst es bewältigen. Was immer es für neue Herausforderungen gibt, du hast alles, was du brauchst, um sie zu meistern. Gehst Schritt für Schritt durch den Wald und du spürst, dass du getragen bist, dass da jemand ist, der dich leitet und begleitet. Auch wenn du dich bisweilen ganz und gar allein fühlst, da ist immer jemand an deiner Seite. Du bist geliebt, genauso wie du bist. Du bist geleitet und geführt und begleitet. So viel Liebe ist für dich da. Erlaube dir, dein Herz zu öffnen für diese Möglichkeit. Um so noch tiefer entspannen und Ruhe zu finden. Ruhe und Gelassenheit, auch in herausfordernden Zeiten. Du bist ruhig. Du bist gelassen und heiter. Du meisterst die Herausforderungen. Erlaube dir, Heiterkeit. Erlaube dir, dich wohlig zu fühlen in deinem Körper. Erlaube dir, ganz und gar gelassen zu sein, voller Ruhe. Den anderen als Vorbild zu dienen,
Ruhe und Gelassenheit. Dafür kannst du dich nun entscheiden. Und wenn du magst, kannst du in Gedanken immer wieder auf diesen schönen Waldweg zurückkehren. Einige Schritte gehen, den herrlichen Waldgeruch einatmen, die Vögel zwitschern hören. Und dann bist du in Ruhe. Und dann spürst du wieder Füße auf dem Boden, deinen Po auf der Unterlage. Du kannst dich ein bisschen recken und strecken und dehnen und wieder hier ankommen, im Hier und Jetzt. Ruhig und gelassen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du gern mit mir arbeiten wollen würdest, ich verlinke hier irgendwo meine Nummer. Ich wünsche dir alles, alles erdenklich Gute und du kannst dieses Video natürlich sehr, sehr gern teilen. Und wenn du jemanden kennst, bei dem du dir denkst, der hätte gerade ein bisschen Ruhe nötig, dann wäre das vielleicht eine schöne Idee. Würde mich sehr freuen. Also ich wünsche dir wirklich alles Gute. Ganz viel Gesundheit und Frohsinn.